und Methoden zur Diagnose zu entwickeln. Welche Probleme diese und andere Viren der Wissenschaft heute stellen und welche Wege möglicherweise zu Medikamenten und Impfstoffen führen, das zeigt der nun folgende Bericht von Dieter Stengel. Diese kleinen, runden, dunklen Teilchen sind der Erreger des AIDS, des AIDS-Virus. Diese Dinge also erzeugen AIDS. In den USA 1981 zum ersten Mal als Krankheit beschrieben, ist AIDS heute dabei, die Beziehungen zwischen Menschen zu vergiften. Weil AIDS ansteckend ist und weil die Ansteckung heute ganz überwiegend dort erfolgt, wo die Beziehung zwischen zwei Menschen am intimsten ist und am irrationalsten. In der Liebesbeziehung, generell nicht nur in der käuflichen. Sie ist schützender Vernunft am wenigsten zugänglich. Man kann jedem raten, dass er sich schützen soll. Aber ob er sich dann schützt? Mit AIDS ist es halt wie mit der Syphilis. Man holt sich die Erkrankung, man infiziert sich bei jemandem, der das Virus ausscheidet. Es ist richtig, dass man die Infektion vermeiden kann durch Benutzung von Kondomen. Es ist aber, wenn wir die menschliche Natur berücksichtigen, zu bedenken, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau nicht planbar ist, dass sie von Leidenschaften beherrscht ist. Leidenschaften sind nicht planbar, nicht vorzubereiten, sie überfallen einen. Und es ist deshalb zu befürchten, dass wir durch diesen Rat die Ausbreitung dieser schrecklichen Seuche zwar werden verlangsamen können, aber nicht stoppen können. Hinzu kommt, dass man das AIDS-Virus jahrelang im Blut haben kann, ohne etwas zu sehen oder zu spüren. Das Virus schläft. Und schlafend wird es weitergereicht als tödliche Fracht. Im Intimverkehr, bei dem der andere nicht geschützt ist, vor ihm, dem AIDS-Virus. Ich habe Ihnen hier eine Zellkulturflasche mitgebracht, die enthält 10 Millionen Zellen. Diese Zellen benutzen wir, um das AIDS-Virus in diesen Zellen zu vermehren. Und bei der Vermehrung werden einzelne Zellen viruspositiv, und das sehen Sie hier in dieser Aufnahme. Die roten Bereiche sind viruspositive Bereiche in dieser lichtmikroskopischen Aufnahme. Wenn wir uns das Ganze jetzt im Elektronenmikroskop ansehen, dann sind das diese Verhältnisse. Bei niedriger Vergrößerung sehen Sie hier Virusteilchen, etwa 10.000-fach vergrößert. Wenn wir mit dem Elektronenmikroskop höher vergrößern, jetzt sind wir bei 240.000-fach, dann sehen die Teilchen so aus. Schematisch gesehen ist das Virus hier wiedergegeben. Sie sehen draußen Oberflächenfortsätze, Spikes genannt. Die sitzen in einer schützenden Schicht und das genetische Material des Virus. Das, was es zum AIDS-Virus macht, die Erbinformation, die man heute gentechnologisch untersuchen kann. Das Interessante daran ist, dass die Gentechnologie im Labor gar nicht so schwierig ist. Das Auseinandernehmen von Genen, was man gar nicht so gut plausibel oder anschaulich machen kann, ist etwas, was junge Leute, die zu mir ins Labor kommen, mit völliger Unbefangenheit angehen. Die wissen noch gar nichts über die Komplikationen eines biologischen Systems, wie so ein Virus wirkt. Aber Gene auseinandernehmen können sie sofort.
Das ist so die heutige Jugend, die auf jedem Flughafen einen Computer stehen hat und die in der Jugend Fischer Technik gespielt hat oder Legosteine zusammengebaut haben, und so gehen die mit Genen um. Unsere moderne Welt, die uns häufig überfordert, biologisch. Auch die schnelle Entwicklung immer unglaublicherer Techniken eher irritierend als beruhigend. Häufig daher der Blick zurück, nostalgisch in die Vergangenheit. Oft ist modernste Technik dann allerdings wiederum die einzige Hoffnung. Wir wohnten im historisch Alten bei den Dreharbeiten zu diesem Film, in Göttingen und später in Heidelberg, genossen das auch, aber Antworten auf unsere Frage, was es denn mit tödlichen Viren auf sich hat, Antworten konnten wir uns nur im Modernsten holen, in den molekularbiologisch-gentechnologischen Laboratorien der AIDS- und Krebsforschung. Was man uns da klarzumachen versuchte, überstieg allerdings sehr oft ganz einfach unser Vorstellungsvermögen. Schon von der Größenordnung her. Dass in diesem Hütchen die gereinigte Erbsubstanz, die Nukleinsäure, von 100 Millionen Krebszellen enthalten ist. Dass man aber jeden der wiederum Billionen Bausteine der Erbsubstanz einer Zelle so sichtbar machen und identifizieren kann. Oder in Göttingen, dass dieser, ja quasi nur Hauch einer Menge, aus einer Billion gereinigter AIDS-Viren besteht. Dass man aber wiederum aus diesen AIDS-Viren nur eine einzige vererbbare Eigenschaft, ein Gen für ein Protein, herauspicken und in lebende Zellen übertragen kann, die dann dieses AIDS-Virus-Protein als möglichen Impfstoff produzieren. So unglaublich das alles letztlich ist, so sehr sind doch das gerade Hoffnungen, um die wir heute Gott sei Dank reicher sind als die Menschen früher. Ein Ausschnitt aus Die Pest von Arnold Böcklin. Damals der Mensch eine hilflose Kreatur, die Seuche ein wahllos den Tod versprühendes Ungeheuer. Heute haben sachliche elektronenmikroskopische Bilder solchen Horrorvisionen dem Boden entzogen. Wir kennen sie, die verschiedenen Viren, wissen, wie sie aussehen. Viren haben ganz unterschiedliche Strukturen. Sie sehen hier stäbchenförmiges Tabakmosaikvirus. Im nächsten Bild ein Beispiel für isometrische Symmetrie, Adenoviren, Erreger des Schnupfen. Oder im nächsten Bild Bilder vom letzten Pockenfall in der Bundesrepublik 1972, Pockenvirus, ganz komplexe Symmetrie oder wiederum einfache Symmetrie. In der Warze sehen Sie im Zellkern eine Unmenge von dunklen Teilchen. Die können wir isolieren und Sie sehen dann das Warzenvirus in höherer Vergrößerung. Komplexe Symmetrie wiederum bei den Herpesviren, Lipidhülle und genetisches Material. Schließlich Masernvirus, eine Lipidhülle besetzt von Oberflächenfortsätzen, genetisches Material. Tollwutvirus, innerhalb einer Zelle, Sie sehen geschossförmige Virusteilchen, typisch für Viren der Tollwutvirusgruppen. Für uns Menschen sind sie keineswegs alle gefährlich, die Viren. Mit vielen haben wir uns im Guten arrangiert. Wir mit ihnen, sie mit uns. Wir sind ja alle mit einer Vielzahl von Viren infiziert und wir merken das gar nicht. Die Viren sind also ein Teil von uns selbst. Und deshalb ist es in vielen Fällen gar nicht notwendig, dass man irgendwas gegen die Viren unternimmt. Manchmal aber ist es notwendig und dann verweisen wir sie heute auch normalerweise klar in ihre Schranken. Das Bild eines tollwütigen Fuchses beim Spazierengehen im Wald jagt uns keinen Angstschauder mehr über den Rücken. Selbst im Fall eines Bisses wissen wir uns noch eine Zeit lang eines schützenden Impfstoffes sicher. Ich heiße Nicole und wenn ich einmal groß bin, möchte ich Seiltänzerin
Zirkus. Kinder wollen so viel. Und dass wir alte, tiefe Kinderlähmungsangst auch einfach wegschluckimpfen können, ist uns vertraut. Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß. Unser relativ angstfreier Umgang mit Viren beruhte bisher auf der beruhigenden Erfahrung, wir können sie im Zaum halten. Es gibt Grippetote immer wieder, aber ehe die Grippe wirklich grassiert, haben wir dann doch einen Impfstoff parat. Und ausrotten können wir sie nicht. Es wird sie immer geben. Ja, man könnte ja vielleicht sogar so weit gehen und sagen, es würde uns gar nicht geben, wenn es keine Viren gäbe. Denn man kann sich ja gut vorstellen, dass Viren Erbinformationen von einem Individuum zum anderen packen und damit die Evolution, die sonst immer nur so scheibchenweise vor sich geht, durch diesen Packen von des Umlagerns von Erbinformationen vorantreiben. Ein AIDS-Virus vor der Aufnahme durch seine menschliche Zielzelle. AIDS-Viren sind Retroviren und Retroviren müssen tatsächlich in grauer Vorzeit aus menschlichen Zielzellen Gene aufgenommen haben, Menschliches zu Viralem gemacht haben, Erbinformation umgepackt haben. Diese AIDS-Viren sind nur ein Teil meines Arbeitsgebietes mit meiner Arbeitsgruppe. Wir arbeiten eigentlich mit dem größeren Teil der Gruppe über die über Krebsforschung. Das ist jetzt nicht ein total anderes Arbeitsgebiet, weil das auch mit Retroviren zu tun hat. Nicht gerade mit den Retroviren, die sich gut vermehren, wie diese AIDS-Viren, sondern mit bestimmten Retroviren, und zwar solchen, die in der Evolution, also in der langen Geschichte der Entstehung dieser Viren, genetisches Material mit der Zelle ausgetauscht haben. Und zwar haben sie aus der Zelle Gene aufgenommen. Aus der menschlichen Zelle. Aus der menschlichen Zelle, durch die sie hindurchpassagiert worden sind, und haben diese Gene verändert. Und diese Gene führen zum Krebs. Wenn Sie also so ein Virus nehmen, das so ein sogenanntes Onkogen trägt, und geben das ins Tier, dann bekommt dieses Tier Krebs. Tatsächlich können auch beim Entarten menschlicher Zellen zu Krebszellen solche Onkogene eine Rolle spielen. Und die Wissenschaftler versuchen, möglichst viel am einfachen, relativ einfachen Retrovirus-Modell zu lernen, um Krebsentstehung beim Menschen endlich besser zu verstehen. Im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg ist man ziemlich sicher, dass bestimmte andere Viren ganz direkt einen Faktor der Krebsentstehung darstellen können. Immer allerdings müssen beim Krebs mehrere Faktoren zusammenkommen. Rauchen ist ein großes Risiko, aber allein genügt es nicht. Ähnlich ist es auch bei den Viren, von denen man ja heute mit gutem Grund annehmen kann, dass sie bei einigen Tumoren zumindest eine Rolle spielen. Auch hier ist es so, dass die Viren zwar wohl notwendig sind, aber sicherlich nicht hinreichend. Auch hier werden andere Faktoren benötigt, um eine Zelle in eine bösartige umzuwandeln. Mit welchen Viren beschäftigen Sie sich jetzt? Wir arbeiten mit Papillomviren, die auch Warzenviren genannt werden. Und wie der Name sagt, sind sie verantwortlich für das Wachstum von solchen Warzen, die man an Händen oder Füßen zum Beispiel findet, die jeder kennt, vielleicht auch schon gehabt hat. In manchen Fällen machen sie allerdings auch Warzen im Genitalbereich. Und das sind dann unter bestimmten Umständen Vorstufen zu bösartigen Tumoren. Wie gern wir sie los hätten, die Viren. Aber wie sie auch immer aussehen, sie heften sich an uns wie die Kletten. Sie brauchen uns, existenziell. Und wir wissen auch warum. Sie haben nur eine Form der Nukleinsäure, der Erbinformation. Viren sind unbelebte Materie. Für den Virologen nichts anderes als ein Stück Biochemie. Und das liegt daran, dass Viren beschränkt sind in ihrer genetischen Information. Sie sind abhängig in ihrer Vermehrung von einer Wirtszelle. Lebende Zellen wie dieses Bakterium enthalten grundsätzlich beide Arten von Nukleinsäuren, nämlich DNS und RNS als genetische Information. Das sind die zwei Formen der Erbsubstanz. Ja. Viren dagegen enthalten entweder DNS oder RNS
Als Information und aufgrund dieser Beschränktheit sind Sie nicht in der Lage, sich selbstständig fortzupflanzen. Sie brauchen für Ihre Vermehrung den biochemischen Apparat einer lebenden Zelle. Sich vermehrende Bakterien. Das ist Leben, sich selbstständig vermehren zu können, um als Art weiter zu bestehen. Dazu brauchen Sie uns also, die Viren. Das können Sie nicht. Bakterien können das, sich selbstständig vermehren. Und Bakterien können das sogar mit einer ungeheuren Geschwindigkeit. Viren aber brauchen die lebende Zelle. Deshalb hängen sie sich an uns, schmarotzen am biochemischen Apparat unserer Zellen. Die müssen sie finden. Und sie finden sie. Und wir wissen heute auch, wie sie sie finden. Das Tollwutvirus zum Beispiel über den Biss des tollwütigen Tieres. Meistens des Fuchses, weil Füchse selbst sehr stark verseucht sind. Durch den Biss gelangen die Viren mit dem Speichel in unsere Wunde, vermehren sich, wandern in den Nervenbahnen zum Gehirn und zerstören dort wichtige Zentren. Ist das Virus im Gehirn, sind wir verloren. Andere Viren haben wieder ganz andere Übertragungswege. Ein sehr aktueller Übertragungsweg ist der über das Blut. Medizinisches Personal zum Beispiel ist hier als Risikogruppe besonders gefährdet. In Südostasien und Teilen von Afrika zum Beispiel tragen 15% der Bevölkerung ständig das Hepatitis B-Virus in sich. Bei uns sind es nur 2%. Hepatitis B ist eine übertragbare Form der Leberentzündung. Und das Hepatitis B-Virus wird mit Körperflüssigkeiten übertragen. Blut und Samen spielen die größte Rolle, wie bei AIDS. Weil der Erreger von AIDS weiße Blutkörperchen befällt, ist die Übertragung durch Blut die wesentliche Infektionsquelle. Damit sind Fixer durch Verwendung der gleichen Spritze sicherlich sehr gefährdet. Da der männliche Samen neben freiem Virus auch solche infizierte weiße Blutkörperchen enthalten kann, ist der Geschlechtsverkehr sicherlich auch ein wichtiger Weg für die Verbreitung, für die Infektion mit diesem Virus. Andere Infektionswege spielen allenfalls eine sehr untergeordnete Rolle. Wir wissen also, wie man sich AIDS holt und könnten uns und sollten uns schützen, immer. This is like Russian roulette, and if time, as time goes by, the. Das ist wie russisches Roulette, und im Lauf der Zeit werden die Möglichkeiten, sich anzustecken, zunehmen. Also muss man vorsichtig sein. Robert Gallo, der Mitentdecker des AIDS-Virus, trank auf einer öffentlichen Veranstaltung demonstrativ mit einem AIDS-Kranken aus einem Glas. Vor solchen Übertragungswegen brauche man nun wirklich keine Angst zu haben. Ich habe eigentlich keine spezielle Angst vor AIDS. Ich bin betroffen wie jeder normale Mensch. Aber Angst für mich selbst habe ich nicht. Höchstens vor der Möglichkeit, AIDS durch infizierte Blutkonserven zu bekommen. Aber der Bluttest, den wir entwickelt haben und der jetzt auf der ganzen Welt angewandt wird, kann verseuchtes Blut fast immer anzeigen. Dieses Risiko fällt also weg. Ich hätte, glaube ich, nur Angst, wenn ich sexuell sehr aktiv wäre und häufig den Partner wechseln würde. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Als AIDS 1981 in den USA völlig überraschend auftauchte und sich dank moderner Mobilität schnell weiterverbreitete, wusste die moderne Wissenschaft an sich schon, wie das Virus, was nicht zu sehen war, aussehen musste. Prinzipiell als Virus. Außen auf der Außenfläche des Virus sitzen Fortsätze. Im Englischen sagt man Spikes, das ist auch in der Tat dasselbe Wort wie bei den Autoreifen. Und so etwa muss man sich das auch vorstellen. Und diese Fortsätze oder Spikes oder Antennen, wie man das sagen will, sind sehr typisch für dieses Virus und sind aber auch typisch für die Wirtszelle, in die dieses Virus eindringen will. Die hat auch diese Rezepturen. Die Wirtszelle hat das Pendant dazu. Die Wirtszelle hat das, was genau drauf passt und sozusagen zum Verkleben führt. Und jedes Virus hat seine Wirtszelle, seine spezielle Zielzelle. Schnupfenviren zum Beispiel vermehren sich im oberen Nasenrachenraum. Hepatitis B-Virus vermehrt sich in der Leber, die hier entfernt und nicht sichtbar ist.
Poliovirus vermehrt sich in dem hier nicht sichtbaren Darm. Von dort kann es allerdings gelegentlich ins Gehirn gelangen und dann dort die bekannten Lähmungserscheinungen erzeugen. Mhm. Der Erreger der Windpocken wird im bekannten Fall die Haut befallen, kann sich von dort aber zurückziehen in Nervenknoten in diesem Bereich. Von dort kann es auch nach langer Zeit wieder aktiviert werden und die bekannte Gürtelrose erzeugen. Zwischendurch schläft es praktisch. Zwischendurch ist das Virus in einem schlafenden Zustand, richtig. Herpes simplex Virus infiziert den Mund- oder Genitalbereich, zieht sich von dort aber dann wieder in ebenfalls Nervenknoten der entsprechenden Region zurück und kann von dort ebenfalls, was ja zum Teil regelmäßig vorkommt, reaktiviert werden und immer diese Bläschenerscheinungen erzeugen. Deshalb kommt ein Herpesbläschen immer wieder, ist es unausrottbar, weil das in den Nervenknoten schlafende Virus von unserem Immunsystem nicht zu erkennen ist. Mit unseren Fresszellen, also zum Beispiel, die ansonsten Fremdes kompromisslos vertilgen, können wir den Herpes-Simplex-Viren nicht beikommen, solange sie schlafen. Erst wenn sie sich aktiv vermehren, hätten sie das gleiche Schicksal zu befürchten, wie diese Bakterien hier oder wie andere Viren auch, gefressen zu werden. Oder von einer anderen Abwehrwaffe des Immunsystems getroffen zu werden. Oder von einem der von uns hinzu erfundenen Abwehrsysteme, Antibiotika zum Beispiel, die Bakterien töten. Nur Bakterien allerdings, leider keine Viren. Aber gegen sehr gefährliche Viren haben wir ja unsere Impfstoffe, die uns schützen. Ein Impfstoff, das ist nichts anderes als ein unschädlich gemachtes bestimmtes Virus oder ungefährliche Teile davon. Die Impfung führt zu einer Art bleibender Mobilmachung unseres Immunsystems, sodass einem später eindringenden, gleichen, aber gefährlichen, echten Virus sofort die geballte Abwehrkraft des Immunsystems entgegengesetzt werden kann. Nach der Impfung eine kleine Reaktion auftritt. Fieber kann auftreten, aber in der Regel nicht sehr hoch. Alle diese Möglichkeiten hatten unsere Überlegenheit über Krankheitserreger quasi zur Selbstverständlichkeit werden lassen. Und in dieser unserer Vorstellung war zunächst gar kein Platz für so etwas wie AIDS, weil nicht wahr sein konnte, was nicht wahr sein durfte. Dass so ein Nichts, so ein Quasi-Nichts, so raffiniert, so konsequent auf eine Schwachstelle unserer Existenz hin konstruiert ist. Die Zielzelle nämlich, das, was da rot von AIDS-Viren umwölkt ist, die Zielzelle des AIDS-Virus ist die T4-Helferzelle, ein weißes Blutkörperchen, ein Lymphozyt. Und mit dessen Zerstörung sind wir tatsächlich zunächst einmal Krankheitserregern so hilflos ausgeliefert wie Böcklins Menschen früher der Pest. Denn die Fresszellen fressen lange nicht alles, was an Gefährlichem jeden Augenblick in uns eindringt. Das alles muss noch vernichtet werden, sonst geht es mit uns bergab. Deshalb gibt die Fresszelle die Informationen über den gefressenen Krankheitserreger weiter. An eine bestimmte Art der weißen Blutkörperchen. An die T4-Helferzelle, an eben die Zielzelle des AIDS-Virus. Und ohne die läuft nichts. Denn erst die T4-Helferzelle aktiviert wieder andere weiße Blutkörperchen, Antikörper zu produzieren. Antikörper sind Waffen. Sie passen wie der richtige Schlüssel zum richtigen Schloss, zum jeweils Fremden. Passen die Antikörper? Sind es die richtigen? Legen sie das Fremde lahm, normalerweise. Nicht bei AIDS. Weil die T4-Helferzellen befallen sind, gibt es zu wenig Antikörper, sterben AIDS-Kranke an Infektionen, mit denen wir sonst mühelos fertig werden. Damit nicht genug. Erst die T4-Helferzellen aktivieren die Killerzellen, auch Krebszellen zu killen. Weil das AIDS-Virus die T4-Helferzellen befällt, findet das Killen von Krebszellen nicht statt, sterben AIDS-Kranke an sonst ganz seltenen Krebsarten.
Ein Teufelskreis. Die Hoffnung, dass wir schon viel wissen. Zum Beispiel über die Zielzelle des AIDS-Virus, wie sie beschaffen sein müssen, eben diese T4-Helferzellen. Und die verfügen über Rezeptoren oder Moleküle, das sind so Eiweißmoleküle auf der Zelloberfläche, die genau mit dem Virus in Wechselwirkung treten und das Virus festhalten. Die sind so spezifisch, dass man diese Moleküle, wenn man sie rausnimmt und in eine andere Zelle einbringt, diese Zelle auch Empfängerzelle wird, auch wenn sie es vorher nicht war. Also das ist sehr wichtig für die Spezifität dieses Virus, eine ganz bestimmte Wirtszelle zu befallen. Und wenn es mal zu solcher Verschmelzung gekommen ist, dann wird dieses Virus von der Zelle aufgenommen. Ich dachte immer, das Virus sei das Aggressive, was einbringt. Also, verstehen Sie? Ja, in dem Sinne, dass es die giftige oder tödliche Information in die Zelle einbringt, ist es schon das aggressive Element. Aber es ist nicht das aktive Element in dem Sinne, dass das Virus sich die Zelle aussucht, sondern dass die Zelle ist diejenige, die dieses Virus förmlich verschluckt, aufnimmt. So sieht das ganz vereinfacht schematisch aus. Verkleben des Virus mit der Zielzelle, aufgenommen werden von der Zielzelle und ausgezogen werden von der Zelle, freisetzen der genetischen Information des Virus. Bis dahin ist das bei allen Viren so. Es gibt andere Viren, die jetzt eine Abkürzung wählen oder einen direkteren Weg wählen, zum Beispiel die Grippeviren, die jetzt ihre genetische Information einfach verdoppeln und Virusnachkommen produzieren und aus der Zelle ausschleusen. Das ist der direkte, schnelle Weg. Der zum Zelltod führt, da sich das Virus normalerweise geradezu explosiv vermehrt. Normalerweise. Krebsviren wie das Papillomvirus machen das schon mal nicht, müssen irgendetwas ganz anders machen, denn sie töten ja nicht, sondern lassen, ganz im Gegenteil, maßlos wuchern. Nun ist es bei den Papillomviren interessanterweise so, dass sie sich nicht nur in den von ihnen befallenen Zellen vermehren, sondern dass sie diese, die Zellen, auch zu einer Wucherung anregen und das würde dann im Bild so erscheinen. Wie erzeugt das Virus dann den Krebs? Ja, das weiß man natürlich so genau nicht. Man kann sich vorstellen, oder Sie müssen sich vorstellen, dass das Virus natürlich darauf angewiesen ist, sich selber zu vermehren. Das heißt, es hat irgendwelche Enzyme, die dafür sorgen, dass die virale Nukleinsäure vermehrt wird. Das hat dann in der Regel zur Folge, dass die Zelle kaputt geht, dass die Zelle zerstört wird. Kommt es offensichtlich dann in einigen Fällen zu einem Art Umschalten, kann man sich vielleicht vorstellen. Das heißt, das Virus vermehrt sich nicht mehr vollständig, die Zellen gehen nicht mehr kaputt. Stattdessen wird die zelluläre Nukleinsäure angeschubst, sich ihrerseits zu vermehren und das würde dann zur Zellwucherung führen. AIDS-Viren machen es wieder anders. Sie erreichen, dass ihre genetische Information in die genetische Information der Zelle eingebaut wird, die bei der Zellteilung weitergegeben wird in Form der Chromosomen. Für den Einbau haben AIDS-Viren ein ganz spezifisches Enzym, die reverse Transkriptase. Diese Information wird sozusagen erweitert um eine virale Information. Also ich bin nicht mehr nur ich, sondern ich plus Virus-AIDS-Information. Richtig, Information des AIDS-Virus. Ja. Ja, diese wird eben wie eine normale genetische Eigenschaft der Zelle weiterhin behandelt und wie ein zelluläres Gen vererbt auch. Das ist das Wichtige jetzt. Jede Zelle, die aus dieser Zelle entsteht, hat diese Erbinformation auch. Und damit ist dieses Virus nicht mehr wegschaffbar. Diese Information ist einmal da und bei der Vermehrung wird die an jede Tochterzelle mit weitergegeben. Das ist der Trick dieser Retroviren. Und damit unterscheiden sich die Retroviren von den Grippeviren zum Beispiel. Und im Endeffekt ist das auch das Problem. Denn wie wollen Sie jetzt dieses Gen wieder loswerden? Ja, es ist unangreifbar für mein Immunsystem, weil es sozusagen Teil meines Ichs ist. Und wenn es in meinem Lymphozyten schliefe, immer, aber irgendwann wird es eben dann doch wohl aktiviert. Man hat die Vorstellung, dass in dem Moment, wo der Lymphozyt für die Immunabwehr bereitgestellt wird, in dem Moment wird das Virus aktiviert. Und zwar leider explosionsartig, sehr plötzlich. Und man bringt diesen plötzlichen Prozess in Verbindung mit dem Zugrundegehen genau dieses infizierten Lymphozyten.
Und das wäre dann wieder der normale Fall. Explosive Vermehrung des Virus, zugrunde gehen der Zelle, der letzte Schritt. Der letzte Schritt in der Virusvermehrung ist der Ausstülpungsprozess oder Ausschleusungsprozess dieses Virus aus der Zelle. Und diese Spikes werden in die Zellmembran eingepflanzt und ansonsten nimmt sich das Virus die Wirtszelle als Mantel und schleust sich damit aus der Zelle heraus. Eine Art Schmarotzer. Es nimmt sich die Zellmembran, die menschliche Zellmembran als Mantel. Als Mantel. Die Zellmembran der Zelle, die das Virus infiziert hat, schlingt es sich um den Viruskern und pflanzt nur diese Glykoproteine, diese Spikes, in diese Membran hinein. Das hat mehrere Konsequenzen. Die eine günstige Konsequenz für uns ist diejenige, dass das Virus sehr leicht vernichtet werden kann. Die Membran besteht aus Lipiden und alle fettlöslichen Mittel im Haushalt wie Spüli oder Detergenzien vernichten das Virus sofort. Das ist wiederum ein sehr günstiger Punkt. Ja. Ja. Mhm. Der Nachteil dieser Zellmembran, die Virushülle ausmacht nachher, liegt darin, dass das Immunsystem diese Membran nicht als fremd erkennt. Ja, weil es ja unsere eigene ist. Das erkennt das, ja, das ist ein Bestandteil unseres normalen Organismus und wird von unserem Immunsystem nicht erkannt. Und wenn dann diese Glykoproteine, diese Spikes, die da drauf sitzen, auch noch leicht abbrechen, was sie leider tun, dann ist dieses Virus hervorragend gegen unser Immunsystem geschützt. Weil es die Haftstellen für die Antikörper nicht mehr gibt. Selbst wenn es genügend Antikörper gäbe. Wo aber liegen denn nun doch, trotz aller Tricks des AIDS-Virus, hoffnungsvolle Therapieansätze? Wir haben eben gesagt, dass das Virus erreicht, seine genetische Information ins Zellgenom zu integrieren. Und dazu benutzt es eben ein Enzym, welches normale Zellen nicht haben, die sogenannte reverse Transkriptase. Diese reverse Transkriptase ist das Besondere dieser Retroviren und bietet uns eine Chance, über dieses Enzym den Vermehrungszyklus des Virus zu hemmen. Genau das, was das Virus ausmacht, will man natürlich treffen. Ganz spezifisch. Ganz spezifisch. Mhm. Und dabei erreichen, dass man nur das Virus trifft und nicht die Zelle. Und da ist die reverse Transkriptase sicher eine gute Ansatzmöglichkeit. Hemmstoffe für das Enzym reverse Transkriptase als Medikamente. Das wäre ein erster Therapieansatz. Ein zweiter ist die vorbeugende Impfung gegen AIDS. Und dieser Therapieansatz ist derjenige, von dem man sich im Moment am meisten verspricht. Er hat nur ein ganz großes Problem, nämlich die Veränderung der Eigenschaften der Oberflächenmoleküle des Virus. Das Virus ändert seine Oberflächeneigenschaften. Ein Chamäleon sozusagen. Es ändert seine Spikes, seine Proteine, diese Moleküle, an denen es vom Immunsystem erkannt werden könnte. Und das ist ein Phänomen, welches man in der Biologie sonst gar nicht so häufig kennt. Und das ist die Schwierigkeit einer Therapie. Wenn Sie einen Antikörper zur Impfung herstellen wollen, erwischen Sie gerade möglicherweise eine Art des Moleküls, aber nicht die Variante dazu. Und das ist das ganz schwierige Problem, die Veränderungen der Oberflächeneigenschaften dieses Virus. Und das wird die Produktion eines wirksamen Impfstoffes hinausziehen. Hier wird Impfstoff hergestellt in den USA. Nur ist es eben kein Impfstoff gegen AIDS, sondern gegen Hepatitis B. Hefezellen produzieren Hepatitis B-Virus-Proteine, müssen sie produzieren, weil man in ihr Erbgut entsprechende Virusgene eingeschleust hat. Gentechnologie. So ähnlich wird, wenn überhaupt, auch die zukünftige Herstellung eines AIDS-Impfstoffs aussehen. Obwohl es keinen Beweis gibt, dass ein Impfstoff überhaupt wirkt, haben wir in einer Forschungsgesellschaft jetzt verschiedene Teststoffe, die wir als mögliche Impfstoffe untersuchen. Wir können nicht voraussagen, dass es funktionieren wird. Wenn man nicht einmal weiß, ob es funktionieren wird, sollte man nicht sagen, wann es funktionieren wird. Wir können nur sagen, dass es da Stoffe gibt, die wir in der, wie wir es nennen, ersten Phase einer klinischen Studie für Toxikologie ausprobieren wollen. Das heißt, man will die Stoffe testen, um sicher zu sein, dass sie nicht schädlich sind. Der amerikanische Hepatitis B-Impfstoff jedenfalls ist auf dem Markt.
In Südostasien und afrikanischen Truppengebieten wegen der hohen Durchseuchung mit dem Virus eingesetzt, könnte er auch den dort ebenfalls stark verbreiteten Leberzellkrebs reduzieren. Wäre das der Fall, wäre das schon fast ein Beweis für die Rolle eines Virus bei der Krebsentstehung, in diesem Fall des Hepatitis-B-Virus. Wie sieht es mit einer vorbeugenden Impfung bei Krebsviren aus? Ja, Sie wissen, dass man gegen Hepatitis-B-Virus impft und man erwartet dann natürlich in einigen Jahren bis Jahrzehnten auch einen starken Rückgang des Leberzellkrebses in der geimpften Population. Bei den Papillomviren ist die Situation insofern schwieriger, als diese ja in der Haut verbleiben und gar nicht so intensiv mit dem Immunsystem in Kontakt kommen. So, wir müssen in diesen Fällen eigentlich erstmal definieren, wogegen wir überhaupt impfen können, sodass das eigentlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Es scheint, als hätte man bei AIDS diese Zeit einfach nicht. Man sieht die Seuche sich ausbreiten und hat nichts in den Händen. Im Deutschen Primatenzentrum in Göttingen bemüht sich eine sehr aktive Arbeitsgruppe um neue AIDS-Tests, um Medikamente und Impfstoffe gegen AIDS. Ein AIDS-Test. Jede Vertiefung, eine Blutprobe. Hoffnung, ängstliches Warten eines Menschen. Der automatisierte, schnelle und relativ billige Test weist Antikörper im Blut nach. Wenn je ein AIDS-Virus in uns eingedrungen ist, dann müssen auch Antikörper da sein. Nachweisen aber kann man diese Antikörper erst Wochen nach der Erstinfektion. Wir möchten aber sofort wissen, haben wir uns angesteckt. Man bemüht sich daher, schnelle und billige Tests zu entwickeln, die nicht die Antikörper, sondern das Virus selbst sofort nach der Infektion nachweisen. Bei diesem Antikörpertest zeigt eine Farbreaktion an, welche Blutproben AIDS-positiv sind. Viele sind es. Aus Blut gewonnen, nach vielen Verfahrensschritten mit viel biochemischem Know-how, der Hauch nur einer Menge, Billionen von AIDS-Viren. Damit geht es in die Medikamenten- und Impfstoffentwicklung. Impfstoffentwicklung heißt zunächst Trennen der AIDS-Proteine. Suche nach den AIDS-Proteinen, die das Chamäleon AIDS-Virus nicht ständig verändert, die möglicherweise als Impfstoff eine schützende und unschädliche Reaktion unseres Immunsystems hervorrufen könnten. Diese Banden, das sind verschiedene getrennte AIDS-Proteine. Ein möglicher Impfstoff sollte, müsste eigentlich zuerst am Tier geprüft werden. Aber nur ein Tier, Affe wie diese Makaken, ist überhaupt mit dem AIDS-Virus infizierbar, der Schimpanse. Und von dem stehen weltweit nur wenige Tiere zur Verfügung. Ein ungelöstes Problem. Aber wird nicht alles ganz anders kommen? Wird man, wie in Afrika schon geschehen, nicht mit möglichen Impfstoffen sofort in den Menschen gehen? Das Risiko im Verhältnis zum möglichen Nutzen gering schätzen, wenn die Seuche um sich greift? Das wird nicht zuletzt eine Frage wirksamer Medikamente sein. Der zweite Therapieansatz, Medikamente. First of all, we already do have drugs for treatment of AIDS. Wir haben schon Medikamente für eine AIDS-Behandlung. Sie wissen vielleicht, dass im National Cancer Institute in Zusammenarbeit mit einem englischen Unternehmen ein Medikament zur Behandlung von AIDS entwickelt wurde. Von diesem Medikament weiß man bereits, dass es das Virus an einer wichtigen Stelle blockiert. Das Medikament hat die Todesrate reduziert und das Leiden gemindert. Das ist kein perfektes Medikament. Es wird kein Heilmittel sein. Die Leute werden eventuell die Krankheit weiterhaben, aber es hat gezeigt, dass man etwas tun kann und dass etwas getan werden wird. In Göttingen ist man ebenfalls dabei, das schon bekannte Medikament weiterzuentwickeln, vor allem in Richtung geringer Nebenwirkungen. Die Probleme bei diesem Medikament liegen vor allen Dingen darin, dass solche Medikamente wohl für sehr lange Zeit, über viele Jahre, möglicherweise Jahrzehnte eingenommen werden müssen. Das heißt, wir brauchen also hier nicht nur eine sehr spezifische Wirksamkeit, sondern wir brauchen auch eine möglichst völlige Unbedenklichkeit in Bezug auf diese längere Behandlungsphase, die wir haben müssen. Die bisherigen Medikamente haben
dort machen Schwierigkeiten dort. Sie wirken auch auf Zellen, die sich im Organismus relativ schnell vermehren müssen, zum Beispiel das Knochenmark. Virusinfizierte Zellen. Sie verkleben zu Riesenzellen und sterben ab. Einer Hiobsbotschaft kam es gleich, als man feststellte, dass das AIDS-Virus auch die Nervenzellen im Gehirn befällt und einen Intelligenzzerfall auslösen kann. Dies ist ein gesundes Gehirn. Sie sehen, dass die knöcherne Schädelkapsel durch das gesunde Hirngewebe nahezu vollständig ausgefüllt ist. Als einzige Hohlräume sind die Hirnkammern zu sehen. Die Hirnwindungen, die unterhalb des Knochens liegen, sind durch Hirnfurchen getrennt, die man aber beim Gesunden nicht sieht. Hier ist ein krankes Gehirn und Sie sehen sofort, dass die Hohlräume wesentlich größer geworden sind. Die Hirnkammern haben sich ausgedehnt auf Kosten der Hirnsubstanz und die Hirnfurchen zwischen den Hirnwindungen sind hier deutlich zu sehen. Das ist ein Symptom des fortschreitenden Hirnschwundes. Dieser Hirnschwund führt zu einem zunehmenden, schleichenden Intelligenzzerfall, einer Demenz. Weiß man schon, wie es zu diesem Gehirnzerfall durch AIDS kommt? Es ist bekannt geworden, dass nicht nur die Helfer-Lymphozyten auf ihrer Oberfläche einen Rezeptor, einen Virusrezeptor haben, sondern dass derselbe T4-Rezeptor auch auf der Oberfläche von Nervenzellen zu finden ist, sodass das Virus, wenn es in das Gehirn eindringt, von den Nervenzellen gebunden wird und dort sich vermehren kann. Ein Berg von Problemen, der noch wegzuräumen ist und der eine schnelle, glatte Lösung des AIDS-Problems so bald nicht wahrscheinlich macht. Aber die Wissenschaftler sehen, noch im Wegräumen, doch auch schon einen möglichen Gewinn, der in Zukunft zu Buche schlagen könnte. Und schließlich könnte man sich vorstellen, dass sich diese AIDS-Katastrophe, wenn ich das so bezeichnen darf, durchaus wiederholen kann. Wenn es tatsächlich so ist, dass das Virus von einem Affen auf den Menschen übertragen worden ist und in dem dann diese Epidemie ausgelöst worden ist, dann sind wir beim nächsten Mal, falls es dazu kommen sollte, sicherlich besser präpariert als beim ersten Mal. Bleibt zu hoffen, dass diese erste Epidemie nicht so viele Opfer fordert, sich nicht so viele Blutproben positiv färben, wie das Wissenschaftler immer wieder befürchten. Noch viel mehr betroffen macht mich, das muss ich gestehen, der Vorgang kollektiver Verdrängung, den wir zurzeit erleben. Man will nicht wahrhaben, dass es sich hier um eine bedrohliche Erkrankung handelt, die den Charakter einer Seuche angenommen hat.